5 Neuensteiger gab es diese Woche in den Top 10 von England. Das kann sich ja wahrscheinlich niemand auf einmal merken. Deshalb gibt es die und eigentlich sogar die kompletten Plätze 10 bis 2 nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Wochenlang haben zwei Franzosen den Ibiza-Urlaubern Pfeffer in die Ärsche geblasen. Lady ist zwar wirklich super sexy, aber halt ein Sommerhit. Und weil der jetzt vorbei ist, sagen Mojo adieu und Riesel wie ein Blatt im Herbst von der 5 auf Platz 10. Scheinbar interessiert sich Anastasia null für Musik. Sie hat sich noch nie eine Platte gekauft und ihr erstes Konzert war Macy Gray, also nicht gerade lange her. Frisch im Biss und diese Woche 3 Plätze runter auf die 9 für I'm Out of Love. Werft nur mit euren BHs, aber tretet euch nicht gegenseitig auf die Titten. Tolle Ansage, die Eminem jetzt bei einer Show gebracht hat. Er selber greift sich auch nur deshalb ständig in den Schritt, damit er sich nicht selber auf die Eier latscht. Mit The Way I Am steigt er neu ein auf Platz 8. Whitney Houston hatte eine dicke Lippe. Die Schwellung in der Fresse war so fett, dass sie nicht zum 80. Geburtstag ihres Vaters konnte. Nachher heißt es sonst wieder, Gatte Bobby hätte sie vermöbelt. Zum Trost geht sie mit Enrique Iglesias in England von 0 auf 7 mit Could I Have This Kiss Forever. Da glaubt mal wieder eine, dass sie schauspielern kann, nur weil sie mal ein Video gedreht hat. Dieses Mal ist es die Texas-Sängerin Charlene Spiteri. Wann das Experiment in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. Aber mit In Demand ändert ihre Band die englischen Charts todsicher auf Platz 6. Von 2 auf 5 geht's bergab für Zombie Nation. Da muss sich DJ Splank halt Trost bei Mami suchen. Bei der wohnt er nämlich immer noch. Wenn er nicht gerade Europas Clubs mit Kernkraft 400 atomar in die Knie zwingt. Erst bringt Uncle Benz die Two-Step-Soße raus und jetzt kickt Bodygroove die Charts in den Arsch. Wenn das so weitergeht, können sich die Architects bald ein Disco-Haus aus goldenen Platten bauen und als Partyraum eine Speed-Garage. Diese Woche auf der 4. Wenn zwei Industrial-Popper aus Vancouver Musik aus dem Altertum elektronisch mit Ethno-Instrumenten mixen, dann klingt das eher nach Archäologenparty, aber nicht nach Charts. Denkste, Delirium featuring Sarah McLachlan steigen mit Silence neu auf Platz 3 ein. Mariah Carey ist auf dem Hollywood-Trip. Und wenn nicht noch vorher ein Komet unseren Planeten killt, hoppelt sie demnächst als neue Wonder Woman über die Leinwand. Mit Westlife fällt sie diese Woche in England von der Spitze. Against All Odds landet auf Platz 2. Das war's also für Mariah Carey, Westlife und Phil Collins. Zack, weg damit. 4 Neuentsteigerinnen haben sie lässig vom Thron gekippt, obwohl es da ja gerade schwer Streit geben soll bei den All Saints. Man weiß nicht warum, aber die Mädels wollten noch nicht mal mehr zusammen das neue Video drehen. Das musste dann mit modernster Technik irgendwie zusammenmontiert werden. Aber keine Sorge, es hat ganz okay geklappt. Und hoffen wir mal, dass sie sich wieder einkriegen. Hier kommt die nagelneue Nummer 1 der Hitlist UK, die All Saints und Black Coffee. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.